Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sozialausschuss hat zum Entwurf eines Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten am 25. Mai dieses Jahres eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Auch in diesem Zusammenhang gilt mein Dank den Sachverständigen, die uns hier zur Verfügung standen. Die Auswertung der öffentlichen Anhörung fand am 1.6. statt. Am 22.6. führten wir die abschließende Beratung durch. Der Innenausschuss sowie der Finanzausschuss teilten uns mit Schreiben vom 2.6. jeweils die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs, soweit ihre Zuständigkeit betroffen ist, mit. Die Beschlüsse des Sozialausschusses sehen unter anderem vor, dass dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe Einsicht in die Akten der Menschen mit psychischen Krankheiten gewährt werden kann. Ferner wird eine Ermächtigungsgrundlage dafür geschaffen, Menschen mit psychischen Krankheiten bis zum Abschluss der persönlichen Inaugenscheinnahme und Bekanntgabe der Entscheidung über die sofortige Unterbringung in einer Einrichtung festhalten zu können. Hinsichtlich der Beleihung und Ermächtigung wird eine Übergangsregelung geschaffen, wonach diese innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes zu erfolgen haben. Darüber hinaus enthalten die Beschlüsse des Sozialausschusses Klarstellungen und rechtsförmliche Anpassungen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten verweise ich auf den schriftlichen Bericht und die Beschlussempfehlung des Sozialausschusses auf Drucksache 65600 und bitte Sie, dem zuzustimmen. Vielen Dank.